Hallo YouTube, willkommen wieder zu einem neuen Video. Wieder ein Unboxing. Nein, ich packe keinen Farbeimer aus, aber es hat viel mit Farbe zu tun. Und zwar geht es hier um Mickey Epic 2, die Macht der 2. Das habe ich mir bei Amazon vorbestellt in dieser limitierten Collection für die Nintendo Wii. Das Spiel gibt es aber auch für die Xbox 360 diesmal und auch für die PS3. Ich habe es mir für die Wii geholt, weil ich den ersten Teil auf der Wii habe und ich hätte gerne immer von den Teilen, wo ich einen Teil habe, hätte ich gerne immer einen für dieselbe Konsole. Also, dabei war der Farbeimer, wo Mickey und der Hase Oswald, glaube ich, heißt der, drauf sind. Sieht sehr schön aus. Hinten die Rückseite, dann die Farben Grün und Blau. Ich hatte das Spiel schon bei Release bei mir liegen, aber ich war ja da nicht da. Und mache das Unboxen erst heute am 28. November. Ja, ich hätte es vorher machen können, aber ich habe es jetzt geschafft. Ich habe mir mal ein paar Kommentare bei Amazon durchgelesen, wie die Leute es finden. Grafik ist gut für die Wii-Verhältnisse. Für die PS3 und Xbox soll es auch okay sein. Man merkt aber, dass es von der Wii-Umsetzung ist. Aber egal, das Spiel ist trotzdem toll. Und soll eine kurze Spieldauer haben, aber sonst soll es sehr gut sein. Ich bin mal gespannt. Ja, das Spiel da drin, also das Spiel ist im Eimer drin. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich es aufmache. Aha. So, da haben wir einmal das Spiel mit irgendeinem Heftchen hinten. Was ist das? Demo. Und da sollen noch Figuren bei sein. Man konnte auch den Eimer bei Amazon, ach nicht bei Amazon, bei MediaMarkt und ProMarkt, glaube ich, kaufen. Einfach so mit den Figuren. Aber ich meine, für 49 Euro, das Spiel kostet 49 Euro, man kriegt diese Figuren und gratis bei Amazon dabei eine DVD, und zwar Kostbarkeiten, die Abenteuer von Oswald, den glücklichen Hasen. Finde ich eine sehr gute Idee. Jetzt machen wir erstmal die Figuren auf. Oder Paintbrush Paint ist das, ne, ist ein Kuli sogar ist das gewesen. Da holen wir mal raus. Da gab es gar keine Figuren, glaube ich, bei der ich weiß gar nicht mehr, was da alles bei war. Krieg's gerade nicht auf, ne? Ich will es nicht kaputt machen. So. Einmal so ein schöner, cooler Mickey Epic 2 Pinsel Kugelschreiber. Ist das ein Kugelschreiber? Ich denke ja. Finde ich cool, sieht gut aus. Ist so echt so eine kleine, nette Sache, finde ich. So. Was ist das nochmal gewesen? Ich glaube, bei MediaMarkt waren die Figuren dabei. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ein Radiergummi von Oswald. Finde ich auch ganz nett. So kleine Gimmicks. So lege ich jetzt auch mal so dahin, dass man alles sieht. So, dann die DVD von Disney. Zwei DVD-Sets sogar. Hoffentlich kriege ich alles drauf. Bevor Mickey das Licht der Welt erblickte, war Oswald mit den lustigen Schlappohren der Star der ersten Walt Disney Cartoon Serien. Die Abenteuer von Oswald, dem glücklichen Hasen, schnell wuchs die Popularität des heiteren und verschmitzten Hasen, ebenso wie die seiner Kurzgeschichten zwischen 1927 und 1928, erschien daraufhin eine ganze Reihe legendärer, seltener Oswald Cartoons. Also lange vor meiner Zeit. Diese klassische Sammlung enthält die einzigartigen Abenteuer von Oswald, den glücklichen Hasen, zum ersten Mal auf DVD. Zusätzlich gewähren Bildergalerien und viele Originaleinwürfe eine spannende Dokumentation über den berühmten Trickfilmzeichner Ab Ewex sowie die Entstehungsgeschichte des niedlichen Hasen Oswald. Tiefe Einblicke in längst vergessene Zeiten mit einem inklusiven Vorwort des Filme Historiker Leonard Martin ist dies eine zeitlose Sammlung für alle Generationen. Ja, ich erkenne das hier nicht durch die Kamera, ich lese das durch die Linse. In diesen lustigen Cartoons können Disney-Fans zum ersten Mal die Anfänge des Walt Disneys ersten Zeichentricks Oswalds, den lebendigen schlapperohrigen Hasen, erleben. Ja, Untertitel sind Deutsch, Englisch, Englisch für Hörgeschädige, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Isländisch. Das Bild, Sprachen sind 5.1 Englisch und 2.0 Englisch. Jo. Laufzeit 172 Minuten. Ja.
Kriege ich das jetzt auf ohne Messer? Nee, ich muss mal kurz ein Messer holen. So, da bin ich wieder. So, so sieht die DVD von vorne aus. Das ist die Auswahl. Die DVDs, so retro-mäßig, finde ich cool. Und vor allem ist hier ein Motiv drauf. Das finde ich viel schöner als diese grauen, hässlichen Disney DVD-Hüllen, sonst. Also Disney, da habt ihr mal schöne Cover ausgesucht. John Carter, Merinda, Cinderella. Der kommt jetzt ins Kino, den gehe ich wahrscheinlich auch gucken. Das habe ich, das 3DS-Spiel habe ich übrigens auch. Das Video habe ich, das 3DS-Spiel hatte ich 4 Tage vor Release im Saturn gekauft von meiner Freundin. Video kommt später. Aristocats, den werde ich mir mal auf DVD kaufen. Avengers, Disney, was ist das denn? Ich glaube, Herbie, ja, Klassiker. Zu der Serie kann ich gar nichts sagen. Ich weiß nur, dass sehr viele Spiele dafür rauskommen. DS, PSP, Wii. Naja, schön. Die DVD war übrigens gratis. Also ich habe für das hier alles, für den Eimer, für den Gummi, Radiergummi, für den Pinsel da, für die DVD und dem Spiel selbst nur 49,99 € bezahlt. Jetzt packen wir das aber auch mal aus. Ja, wir machen das jetzt auch wieder auf. So, hier oben. Ah, da sind sogar zweimal Folien drum. Das finde ich cool, weil ich hatte Angst, das ist so eine komische Folie. Aber einmal eine Nintendo Folie jetzt nochmal drum, das finde ich super. Aber ich muss ein Messer schon wieder, das ist auch keine Schlaufe. So, da gibt es jetzt noch einen Comic dazu, gratis. Das sieht ziemlich cool aus, wie ich finde. Mickey Epic 2, die macht der 2. Ja, das heißt, der macht der 2. Kurze Anleitung. Mickey und Oswald in ihrem neuesten Walt Disney Wasterland Abenteuer. Ach, das ist eine Spieleanleitung. So ein kleiner Spielberater, kann man sagen. Kein Comic. Finde ich cool. Und es duftet sehr gut. Ich rieche das bis hier oben hin. Ne, das ist eine tolle Sache, finde ich. Also, das erfreut mein Sammlerherz. Und es empfindet diesmal keinen Schmerz. Oh, das war ein guter Reim. Thorsten, das machst du sehr fein. So, ja, das ist doch eine nette Sache. Ich mache mal kurz einen Schnitt, weil wir haben kaum noch Zeit. Und Entschuldigung, ich habe mich ein bisschen verschnupft wieder. Ich bin mal wieder erkältet. Mal wieder. So, jetzt geht's weiter mit Mickey Epic, dem Wii-Spiel. Cover finde ich hübsch. Hat, glaube ich, kein Wendecover. Wäre aber schön, weil die 6 zerstört das Bild irgendwie. So. Entfessel die Macht des Pinsels in einem brandneuen Kurab-Abenteuer. Kämpfe im Team mit Mickey und Oswald, um Wasteland zu retten. Spannende Action mit geheimnisvollen, längst vergessenen Disney-Figuren. 2 Spieler geht das Spiel, 50, 60 Hertz kompatibel, EDTV und HDTV kompatibel. Sprachen im Spiel sind Italienisch, Französisch, Deutsch und Spielanleitung ist in Deutsch. Das finde ich gut. Also ich muss ja sagen, ich habe mich sehr auf Mickey Epic 2 gefreut. Dass es das jetzt auch für Xbox und PS3 gibt, finde ich klasse. Werde ich mir auch nochmal kaufen für eine von beiden Konsolen. Auch mal die andere Grafik zu übernehmen. Aber mir reicht auch erstmal die Wii. Weil es, glaube ich, für mich ist das, glaube ich, eines der letzten großen Wii-Spiele. Sonst kommt da ja noch nicht mehr so viel. Ich hoffe ja immer noch, dass die Kirby Collection kommt. Aber ich weiß, dass noch ein Flat-Out-Teil kommt für die Wii im November. Und PES 2012 ist noch erschienen, glaube ich, im November. Dann kommen noch so ein paar andere Spiele, die ich jetzt nicht kenne. Aber es kommen noch gute Spiele, die man sich kaufen kann. Also, finde ich. Ich hoffe ja noch, dass Nintendo in seiner Select-Klasse mal Super Smash Bros. Rausbringt. Da würde ich mir das nämlich auch noch kaufen. So, hier ist ein Code. Den kann man nicht einlösen. Ich glaube, der Matze sammelt die. War das der Matze? Ich glaube, der Matze. Matze, du kriegst den Code für deine Freundin. Die Disney-Dukes sind schön aus, finde ich. Also, finde ich sehr schön, irgendwie hat was. So, nehmen wir das mal alles was höher. Den Pinsel. DVD. Also ich meine, für 49 € kriegt man sehr viel. Ich glaube, die für Xbox und PS3 Edition war ein bisschen teurer.
Aber nicht schlimm. Die Anleitung ist ziemlich dünn, aber hat noch ein Wendecover. Ach, Wendecover. Schönes Motiv, finde ich auch schön. Finde ich auch sehr schön. Mal gucken, wie sie von innen aussieht. Ja, doch, ist noch eine Anleitung, zwar in Schwarz-Weiß, aber nicht so schlimm. Ich hätte mir hier ein paar mehr Bilder gewünscht, aber geht vollkommen noch in Ordnung. Sowas gefällt mir. Ja, ich habe jetzt wieder sehr viel gelabert und ich hoffe, ich habe euch nicht genervt. Riecht auch sehr gut, muss ich sagen. Das war mein Unboxing zum Mickey Epic 2, die Macht der 2. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und sorry, dass ich mich da verlesen habe, aber ich erkenne das hier nicht durch die Kamera. Und ja, dass ich mich manchmal ein bisschen erkältet anhöre. Ich habe wieder ein bisschen Schnupfen, das nervt mich auch, aber was soll man machen? Ja, ich finde, für 49 Euro hat man sehr viel bekommen. Die DVD gratis dazu, den Radiergummi, diesen Kugelschreiber oder Bleistift, was ist ein Bleistift, glaube ich. Das Spiel, diesen kleinen Spieleberater und diesen Eimer, kann ich euch empfehlen. Ich bin mir sicher, Mickey Epic 2 ist gut, wenn nicht sogar, also ich glaube, der ist sogar besser als der erste Teil. Der erste Teil hatte ja Kameraprobleme und hatte seine Schwachstellen, aber der zweite Teil macht vieles besser. Halb die Spieldauer soll was kürzer sein. Und auch die Kamera soll auch nicht immer optimal sein, aber es ist wahrscheinlich besser. Ich bin sogar sicher, dass es besser ist. Und ich freue mich einfach drauf, das zu spielen. Wenn ihr noch eine Wii habt und keine Xbox und PS3 habt, kauft euch den Teil. Wenn ihr die Meise habt wie ich, dass ihr, wenn ihr den ersten Teil für die Konsole habt und den zweiten Teil für die Konsole habt, kauft euch das auch für die Wii. Kauft euch den 3DS-Teil, kauft es euch überhaupt. Das Spiel hat es verdient, meiner Meinung nach. Mickey Mouse-Fans sollten sich das kaufen. Jetzt habe ich aber genug gelabert. Ich würde mich über eure Kommentare und Bewertungen freuen und ich sage auf Wiedersehen. Tschüss! Hallo nochmal. Ich habe eben beim, wo ich die Verpackung weggeworfen habe, dieses braune Teil, was im Eimer war, da waren doch die Figuren dabei. Fiel mir auch ein, dass sie dabei sein mussten. Und zwar war da einmal Mickey bei mit dem Pinsel hier. Und dann Oswald. Und dieser kleine Hase. Gerade den Namen nicht weiß, wenn er einen Namen hat. Ja, die waren doch dabei, ist mir später aufgefallen. Also da war jetzt das Comic bei, also dieser Berater, die zwei Figuren hier, oder die drei Figuren eher gesagt. Also der Berater, die drei Figuren, die DVD, der Eimer, das Spiel und ich meine, für 49 Euro kriegt man hier eine Menge. Sind zwar jetzt nicht so groß, sind auch zusammen zum Stecken, aber finde ich ganz nett, passen gut ins Regal. Wollte schon nochmal zeigen. Macht's gut, Leute. Tschüss.